is thriving. Cody, mute out the chatter. Feel it burn off the fire. Let go until there's peace to your core. Live a life you adore. Wir haben in den nächsten Tagen eine Mission und die lautet, dass ich endlich wieder zurück in eine Leseroutine finden möchte. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich zwar in den letzten Monaten schon relativ viel gelesen habe, aber irgendwie hatte ich selten so richtig Ruhe dabei, war auch während des Lesens oft irgendwie schnell abgelenkt und so. Und ja, ich vermisse das einfach, so richtig eine Routine zu haben, ruhige Lesezeiten zu haben, wo ich auch so richtig runterkommen kann und auch mal wieder viel am Stück zu lesen. Um direkt einen richtig, richtig guten Start zu haben, dachte ich mir, ich mache so eine kleine persönliche Challenge daraus, aber auch entspannt, weil ich weiß, dass ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall genug Zeit habe, um diese Challenge umzusetzen. Und diese kleine Challenge ist, jeden Tag mindestens 100 Seiten zu lesen. Ich hatte das schon mal gemacht, ich glaube letztes Jahr, und das hatte richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und es ist auch einfach so satisfying, mal so richtig tief in eine Geschichte am Stück eintauchen zu können und auch in relativ kurzer Zeit viele Bücher zu beenden. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsgefühle auf der ganzen Welt. Und das machen wir die nächsten Tage. Und nebenbei werde ich auf jeden Fall auch so ein bisschen schon versuchen, in die Holiday Christmas Mut zu kommen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr ready und habe heute auch schon richtig schöne Weihnachts- und Winterdeko gekauft. Und es wird auch noch eine kleine Haul geben, später in diesem Video. Aber heute Abend soll sich erstmal alles ums Lesen drehen. Das erste Buch, das ich in diesem Video beenden werde, ist Intermezzo von Sally Rooney, unser aktuelles Buchclub-Buch. Und ich habe auch tatsächlich nur noch wenige Seiten. Ich glaube, das sind knapp über 100. Ich bin jetzt am Anfang von Part 3 und das ist auch der letzte Part. Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch bei dem Buch, aber mittlerweile macht es mir richtig viel Spaß und ich bin sehr, sehr invested. Und ja, theoretisch sollte ich das Buch ja heute noch beenden oder zumindest nahezu beenden, wenn ich die 100, etwas mehr über 100 Seiten durchziehe. Ich habe nämlich heute noch nicht gelesen, heute Morgen. Auch wenn ich auf jeden Fall als Teil meiner Routine wieder etablieren will, morgens direkt zu lesen, zu meinem ersten Kaffee, bevor ich auf mein Handy schaue, einfach ja, da so ein bisschen Ruhe zu finden. Aber dafür ist die nächsten Tage auch noch Zeit. Was mir nämlich auch total wichtig ist, ist auch später am Tag nochmal einen Moment zum Lesen zu finden. Also nachmittags oder abends, je nachdem, das Lesen einfach wieder mehr zu priorisieren. Ich mache es mir jetzt hier bequem, ich mache noch ein paar Kerzen an und dann geht's los. Thank you.
Wow, habe ich heute lang gebraucht, um in den Tag zu starten. Und ich bin einfach immer noch so unglaublich müde. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall gleich einen zweiten Kaffee. Den ersten habe ich jetzt schon mal ohne euch getrunken und schon mal ein bisschen weiter gelesen. In Camilla, die Vampirin. Also heute Morgen wirklich nur wenige Seiten, weil ich einfach fix und fertig war. Ich hatte gestern so einen schönen Tag in Wiesbaden mit Freundinnen aus meiner Schulzeit noch. Eigentlich wohnen wir alle drei in total unterschiedlichen Städten und man hatte mal so das Gefühl, dass es ein Riesenaufwand ist, uns zu verabreden. Aber diese Verbindung zwischen Köln und Wiesbaden mit dem ICE geht so krass schnell. Das war mir bisher irgendwie gar nicht so bewusst. Und wenn man das rechtzeitig im Voraus bucht, dann ist es auch gar nicht so teuer. Also ich hoffe, dass wir davon jetzt öfter Gebrauch machen, weil das war echt ein richtig schöner Tagesausflug einfach. Und ja, ich habe den Tag sehr genossen und konnte dann die Zeit im Zug auch zum Lesen nutzen und habe erstmal noch Intermezzo von Sally Rooney beendet. Ich hatte das Buch vorgestern nicht mehr fertig gelesen, weil ich einfach zu sehr mit der Müdigkeit gekämpft habe am Ende. Und dann habe ich mir die letzten Seiten für die Zugfahrt eben aufgespart. Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, was mein Fazit ist. Also es war irgendwie für mich ein Auf und Ab mit diesem Buch. Als ich angefangen hatte, es zu lesen, war ich erstmal, wie wahrscheinlich die allermeisten Leute, sehr verwirrt durch Peters Perspektive. Peter, der ältere der beiden Brüder, um die es hier geht, die ihren Vater verlieren, um ihn trauern und voneinander auch total entfremdet sind, jeweils Frauen kennenlernen, mit ihnen in Beziehungen geraten oder schon länger sind. Und ja, so entfaltet sich hier einfach, wie es typisch ist für Sally Rooney, ein interessantes, komplexes und sehr reales Beziehungsgeflecht zwischen Menschen, die alle auf jeden Fall fehlerhaft sind, mit denen man aber trotzdem mitfühlen kann. Das gelingt hier, finde ich, sehr, sehr gut. Und wie gesagt, als ich zuerst in Peters Perspektive eingestiegen bin, dachte ich kurz, das könnte sehr anstrengend werden, weil der Schreibstil sich schon von anderen Sally Rooney Büchern, zumindest in Peters Perspektiven, unterscheidet. Peters Gedanken sind ein sehr düsterer, ängstlicher, anstrengender Ort. Und das merkt man im Stil auch an. Also es sind sehr kurze Sätze, die teilweise sehr hin und her springen inhaltlich und ja, sich immer sehr um sich selbst kreisen. Und ich war einfach am Anfang total gestresst von dieser Perspektive, was aber natürlich auch total diese Panik und diese Unruhe in Peters Innerem wiedergespiegelt hat. Also nachdem ich ein paar Kapitel in diesem Stil gelesen hatte, war ich eigentlich sehr drin und es ist mir auch leichter gefallen. Und inzwischen bin ich auch ein großer Fan dieser Entscheidung. Ivans Perspektive, die des jüngeren Bruders, hat es mir direkt einfacher gemacht. Da ist man eigentlich direkt drin. Und Ivan ist auch eine Figur, zu der man sehr schnell Sympathien aufbauen kann. Ivan lernt eine etwas ältere Frau kennen. Also Ivan ist 22 und Margaret ist, glaube ich, 36. Und die beiden beginnen eine romantische Beziehung, Affäre, treffen sich, verlieben sich ineinander. Und Margarets Perspektive ist auch immer wieder in Ivans Perspektive eingefügt, während die beiden Frauen, die Peter trifft, Naomi und Silvia nicht so wirklich ihre eigenen Perspektiven bekommen. Patrick ist gerade kurz reingekommen, deswegen habe ich meinen Satz verloren. Wo war ich? Ich bin einfach noch zu müde dafür. Und es ist so dunkel, ich wache gar nicht richtig auf. Naja. Peter, Margaret und so weiter und so fort. Ich hatte eigentlich während des Lesens ab vielleicht Seite 70 ungefähr eine sehr, sehr gute Zeit. Also ich fand es einfach sehr interessant und mitreißend, wie Sally Rooney es schafft, super authentische Charaktere zu zeichnen und die ganze Komplexität eines Menschen rüberzubringen und auch zwischenmenschlicher Beziehungen. Auch wenn nicht so viel passiert, weil es wirklich um die Figuren und ihre Verhältnisse zueinander geht. In diesem Buch nicht nur im romantischen Sinne, sondern eben auch zwischen den Brüdern, mit den Eltern, wie sich da familiäre Verhältnisse vielleicht auch innerhalb der gleichen Familie unterscheiden, zu unterschiedlichen Partnerinnen auch. Also da steckt viel, viel Zwischenmenschliches drin, was ich sehr, sehr
gut fand, wie das umgesetzt wurde. Ich muss sagen, ich habe irgendwie vom dritten Teil, also das Buch ist in 3 Teile unterteilt, und irgendwie hatte ich für den dritten Teil extrem hohe Erwartungen, weil ich so oft gelesen habe, dass viele diesen Teil am besten fanden und da extrem mitgefühlt haben, geweint haben und ja, einfach fix und fertig da rausgekommen sind. Und ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Zeit auf etwas gewartet, was dann nicht passiert ist, und bin so ein bisschen fragend da rausgegangen. Also ich bin mir echt nicht sicher, wie ich das Ende, die Lösung, vor allem auch für Peter so fand. Und ja, irgendwie fällt es mir sehr schwer, gerade ein abschließendes Fazit zu diesem Buch zu finden. Ich bin sehr, sehr hin und her gerissen, und es ist ehrlich gesagt ein Gefühl, das ich bisher bei allen Sally Rooney Büchern hatte. Ich weiß es einfach nicht. Also ich musste auf jeden Fall noch drüber nachdenken, im Buchclub drüber sprechen. Da bin ich extrem froh und ich hoffe, dass mir das auch ganz, ganz viel Aufschluss noch geben wird. Ja, jedenfalls, I did it. Ich bin fertig und habe dann direkt im Zug gestern noch Camilla die Vampirin angefangen. Einfach weil ich dachte, das ist ein kurzes, schnelles Buch, das ich einschieben kann. Nicht so schwer, um es den ganzen Tag mit mir rumzuschleppen. Und es liest sich auch wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Also ich bin schon auf Seite 96 und es hat auch nur ein bisschen über 120 Seiten, also ich kann das jetzt gleich fertig lesen. Eigentlich wollte ich das Buch schon im Oktober lesen zur Spooky Season, das habe ich ein bisschen versäumt. Aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, das Buch dieses Jahr noch zu lesen. Es ist ein Klassiker, ein Schauerroman, offenbar sogar Vorbild für Bram Stokers Dracula. Das Buch beginnt mit der Protagonistin Laura, die mit ihrem Vater und wenigen Bediensteten in einem alten, abgelegenen Schloss lebt. Und eines Nachts taucht eine Kutsche auf, darin ist eine junge Frau, die offenbar krank zu sein scheint und auf dem Schloss bleiben soll, um sich dort zu erholen. Und diese Frau strahlt sofort eine sehr, sehr eigenartige, aber auch faszinierende und wunderschöne Präsenz aus, und Laura ist sofort davon begeistert. Und diese Ankunft verändert aber alles und sonderbare Dinge gehen vor sich, die in ihren Motiven schon sehr an klassische Vampirgeschichten erinnern. Es geht auch viel um das Unbewusste und ganz allgemein erinnert mich das einfach sehr in vielen Dingen an E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann zum Beispiel. Ich glaube, wie ich es finde, kann ich erst sagen, wenn ich fertig bin. Deswegen mache ich mir jetzt mal meinen zweiten Kaffee und lese dieses Buch fertig und lese dann wahrscheinlich noch in The Idiot weiter von Elif Bartschuman, damit ich mein heutiges Reading Goal erreiche. Ich musste mit dem Buch auch einfach aufhören, weil da auch der Protagonist Ivan hieß, wie in diesem Buch auch. Momentan heißen wirklich alle fiktionalen Männer in meinem Leben Ivan. In Intermezzo, in The Idiot und dann war ich noch Anora schauen im Kino. Ein sehr, 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 sehr fantastischer Film, den ich euch nur empfehlen kann. Wirklich ein Jahreshighlight für mich. Und da hieß aber auch der Hauptdarsteller, also die Hauptfigur, Ivan. Genau, aber bevor ich mich meinem dritten Ivan des Monats widme, geht es erstmal weiter mit Camilla, die Vampirin. Diese schöne Hose, die ich gerade trage, ist übrigens die, die ich am Samstag aus der Schneiderei abgeholt habe. Ich habe sie ein bisschen kürzen lassen und jetzt sitzt sie perfekt und ich liebe sie sehr. Die Hose ist von Armed Angels, dem Partner des heutigen Videos, und vielleicht wisst ihr ja bereits, dass Armed Angels eine meiner absoluten Go-To-Fashion-Brands ist, einfach weil es so viele, so schöne, zeitlose Styles gibt mit guter Qualität, und vor allem wird die Kleidung auch nachhaltiger produziert. Vor allem die Hosen von Armed
Angels liebe ich nicht nur die Jeans, sondern wirklich auch die Hosen. Die hier ist mein absoluter Traum und ich finde es super schön, sie einfach so simpel wie jetzt zu kombinieren mit einem einfachen Sweater oder auch einem Basic-Shirt und dazu vielleicht noch ein bisschen Schmuck. Aber man kann sie auch total schön für einen besondereren Anlass kombinieren. Also diese Hose wird auf jeden Fall für die ein oder andere Weihnachtsfeier rausgeholt, die dieses Jahr noch ansteht. Hier zum Beispiel kombiniert mit dem Tova Rip Bralette und einem Hemd darüber. Das ist auch von Armed Angels, habe ich aber schon super lang. Die Hose heißt übrigens Kiowa Pinstripe, falls ihr euch sie näher anschauen wollt. Ich trage Größe XS und oben passt sie perfekt. Und mit meinen 1,60 Metern musste ich sie unten eben ein bisschen kürzen lassen. Überhaupt hat Armed Angels gerade super viele schöne Looks für die Feiertage, also schaut da unbedingt mal vorbei. In der Infobox findet ihr auch einen direkten Link und einen Code. Für 15% Rabatt habe ich auch noch für euch. Der lautet Joanna15. Wie gesagt, alle Infos in der Infobox und ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern. Vielen Dank an Armed Angels für die schöne Zusammenarbeit und dass ihr mich dabei unterstützt, regelmäßige Videos wie dieses hier möglich zu machen. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen danach aus, als würde ich gleich schlafen gehen. Aber der Anblick täuscht, es ist erst 20 nach 8, aber ich habe es mir trotzdem schon cozy gemacht und dachte, wir machen mal einen kleinen Location-Wechsel, damit ich nicht das ganze Video nur lesend auf meinem Sofa sitze. Aber ich werde gleich noch eine kleine Lesesession einlegen. Erstmal wollte ich euch was zeigen. Ich habe nämlich ein Paket bekommen. Und zwar von Dumont. Das ist die Frühjahrsvorschau. Und ich dachte, wir schauen die uns jetzt einfach mal kurz zusammen an. Ich habe mich übrigens schon gefragt, ob ich wieder ein Neuerscheinungsvideo machen soll für nächstes Jahr. Ich weiß aber immer nicht, ob da das Interesse so groß ist. Und vor allem weiß ich nicht, wie viel Zeit ich für Neuerscheinungen habe, weil ich finde es ja schön, eine gewisse Auswahl an Büchern zu Hause zu haben. Aber ich glaube, diese Auswahl kann jetzt auch erstmal in dem Rahmen bleiben und muss nicht noch mehr anwachsen. Das heißt, bevor ich mich zahlreichen Neuerscheinungen widme, die mich nicht zufällig erreichen, lese ich erstmal, was ich schon da habe. Und jetzt schauen wir mal, ob hier überhaupt was für mich dabei ist. Das ist ja immer ein Überraschungspaket, was bei solchen Vorschaupaketen so mitkommt. Ich habe also keine Ahnung. Boah, es sind 3 Bücher. Leute, das erste Buch ist von meinem ehemaligen Dozenten. Ich kann es nicht glauben, das ist so witzig. Martin Mittelmeier, Heimweh im Paradies, Thomas Mann in Kalifornien. Los Angeles in den 1940er Jahren. Die Westküste ist ein Traumort. Die Exilanten aus Europa trauen ihren Sinn nicht. Das Farbspiel, das Licht, das Meer. Hier sind sie alle gestrandet. Arnold Schönberg, Vicky Baum, Theodor W. Adorno, Bertolt Brecht und allen voran Thomas Mann. Sie feiern, reden sich die Köpfe heiß, langweilen sich, streiten darum, wie ein demokratisches Deutschland nach Hitler aussehen könnte. Atmosphärisch dicht und lebensnah erzählt Martin Mittelmeier von den Hoffnungen, Begegnungen, Anfeindungen und Triumphen des Nobelpreisträgers, der sich unter Palmen fragt, was das ist und wie das gehen könnte, deutsch zu sein, Kunst zu machen und die Menschen zu lieben. Ja, das klingt doch sehr interessant, auch wenn ich von Thomas Mann noch nichts gelesen habe. Ich weiß, One Day auf jeden Fall und dann ist das bestimmt eine schöne Ergänzung. Und vielleicht sind unter euch ja ein paar Thomas Mann-Fans. Bei dem Buch wusste ich schon, dass es dabei sein würde, auch weil
das Cover ja vorne auf dem Karton schon abgebildet war. Und ich hatte dieses Buch schon bei Lisa gesehen. Eine sehr gute Freundin von mir, die auch bei Dumont arbeitet und das Buch deswegen schon hatte und es auch schon gelesen hat. Und es klang fantastisch, was sie davon erzählt hat. Und ich habe auch so ein bisschen reingelesen in ihre Ausgabe. Und ich bin sehr, sehr excited. Ich glaube, das könnte toll sein. Und das Cover ist ein Traum. So sieht es aus. Und es heißt Wenn wir lächeln von Mascha Unterleberg. Also Dumont macht Cover schon richtig schön. Das nächste sieht auch so schön aus. Ich zeige euch das gleich. Finde ich ganz toll. Hier geht es um Freundinnenschaft. Als Yara zum ersten Mal auf Anto trifft, ist diese zwar die schlechteste Spielerin auf dem Fußballplatz, aber mit Abstand die mutigste. Die beiden freunden sich an, sie teilen Lipgloss, Cherry Cola und Gewaltfantasien. Jeden Abend ein neuer Plan, sie haben alles im Blick und alles im Griff. Doch als ihnen die Kontrolle zu entgleiten droht, bleibt die Frage, wohin mit all der Wut? Das ist definitiv eine Neuerscheinung, die ich eh schon im Blick hatte. Und ich bin so happy und so excited. Ich freue mich. Wie ich vor einer Sekunde noch gesagt habe, nein, ich brauche keine neuen Bücher. Das Haus der Türen von Tan Thuan Eng. The Booker Prize 2023 longlisted. Interessant. Ist also eine Übersetzung aus dem Englischen von Michaela Grabinger. Schauen wir doch mal, worum es geht. Oh, Malaysia 1921. Als Willie Somerset Maugham seine Freunde Leslie und Robert besucht, steckt der berühmte Schriftsteller in einer schweren Schaffenskrise. Für die Hamlins kehrt mit seinem Eintreffen Lebendigkeit in ihr Haus zurück und Erlebnisse aus Leslies Vergangenheit drängen an die Oberfläche. Mit zunehmender Vertrautheit offenbart Leslie ihm ihre Geheimnisse und Ängste. Immer deutlicher wird, wie sehr sie, aber auch der Autor, unter den gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit leiden und dass beide ihr wahres Ich verbergen müssen. Das historisch belegte Schicksal einer Frau inspirierte sowohl Tan Thuan Eng zu diesem Roman über öffentliche Moral und persönliche Freiheit, als auch Somerset Maugham zu einer seiner berühmten Erzählungen. Die Times Literary Supplement lobt die schiere Schönheit seines Schreibens. Wollen wir uns den ersten Satz anschauen? Ich sage ja. Eine Geschichte kann einen Namen über die Wolken, ja über die Zeit hinaustragen wie ein Vogel der Berge. Okay, I'm sold. Ich bin dabei. Ich habe euch gar nicht gesagt, wann die Bücher erscheinen. Dieses hier, ich bin so aufgeregt. Ich muss lesen. Dieses hier gibt es ab dem 15. April 2025 zu kaufen. Und Wenn wir lächeln, erscheint am 11. Februar schon. Und außerdem Heimweh im Paradies am 11. März 2025. Boah, ich freue mich so sehr gerade. Vielen Dank für diese tolle Überraschung, Dumont, für diese tollen Bücher. Und außerdem ist der wunderschöne Vorschaukatalog dabei. Da werde ich mal noch in Ruhe durchblättern und euch dann davon erzählen, ob ich da noch irgendwas Spannendes entdeckt habe, was mir gefällt, was euch gefallen könnte. Ihr könnt mir ja gerne mal Bescheid sagen, ob ihr wieder Lust habt auf ein Neuerscheinungsvideo, auch wenn ich jetzt nicht so viele davon plane zu lesen. Auch wenn es gefährlich für mich ist, mir das überhaupt anzuschauen. Aber habt ihr Lust auf ein Neuerscheinungsvideo? Wenn ja, für euch mache ich es. Ja, cool. Wow. So, und jetzt muss ich mich mal wieder beruhigen und mich auf den Boden der Tatsachen in die Gegenwart zurückholen. Und zwar die Gegenwart, in der ich The Idiot lese. Ein Buch, das mich übrigens auch sehr gecatcht hat bisher. Bisher ist es irgendwie ein Buch, das mir sehr viel zeigt, wieso ich die Uni so vermisse. Es füllt irgendwie so eine wissbegierige Lücke gerade in meinem Herzen, weil man diesen Uni-Alltag von Celine sehr mitbekommt und auch, was sie so lernt an der Uni. Aber
ja, irgendwie auch, wie sie auf die Welt blickt, ist irgendwie sehr cool und interessant und erfrischend und auch humorvoll. Also ja, ich kann noch nicht so viel sagen. Es ist auch ein eher langsames Buch, aber ich lese jetzt mal ein bisschen weiter und dann erzähle ich euch später oder morgen ein bisschen mehr darüber. Ein System muss ich mir noch überlegen, dass ich nicht immer nur filme, wenn es schon dunkel ist, aber es ist jetzt irgendwie immer schon so früh, so düster draußen und morgens wird es natürlich auch später hell. Und es ist ja auch so, dass es zu meinen Lesezeiten eigentlich meistens schon dunkel ist. Also heute ist Tag 4, an dem ich versuche, wieder täglich meiner Leseroutine zu folgen. Und was wirklich perfekt und reibungslos schon wieder drin ist, ist morgens zum Kaffee zu lesen, zu meinem ersten Kaffee, das Handy so lange wegzulassen. Das ist immer ein richtig schöner Start in den Morgen, auch wenn ich sagen muss, dass ich zu dem Zeitpunkt meistens nicht so viel gelesen kriege, einfach weil ich noch total müde bin und entsprechend etwas langsamer lese als sonst. Und was ich auch jetzt wieder etabliert habe in den letzten Tagen, ist jeden Abend vorm Schlafen auch ein paar Seiten zu lesen. Aber da ist es eigentlich sehr ähnlich. Da werde ich dann auch oft schnell müde und schaffe nicht so viele Seiten. Deswegen will ich eigentlich nicht meine gesamte Lesezeit nur auf diese zwei Momente am Tag stützen. Also sofern der Alltag das zulässt, möchte ich mir einfach noch einen weiteren Moment am Tag schaffen. Und bisher habe ich das so gemacht, dass ich wie jetzt aufhöre zu arbeiten. Ich habe gerade schon ein bisschen das Video geschnitten und es ist ehrlich gesagt jetzt schon länger als geplant. Vielleicht muss ich das ein oder andere noch kürzen, aber das wird schon. Und ich versuche das jetzt diese Woche so zu machen, wenn ich abends nichts mehr vorhabe, erstmal eine halbe Stunde vielleicht zu lesen, direkt nachdem ich die Arbeit beendet habe und mir da so einen kleinen Moment für mich zu nehmen. Heute habe ich was Neues entdeckt. Man kann ja auch in der Mittagspause lesen, gerade wenn man wie ich im Homeoffice ist. Das nutze ich eigentlich bisher so gut wie gar nicht dafür. Meistens schaue ich mir YouTube-Videos an oder so, was ja auch total in Ordnung ist. Aber ich habe heute Mittag mal ein bisschen gelesen, während ich darauf gewartet habe, dass mein Mittagessen fertig wird. Und das war auch richtig schön. Hab jetzt auch schon, ich glaube, so um die 50 Seiten oder so heute gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich merke schon auch gerade, dass so viel zu lesen einfach nicht so drin ist bei mir momentan. Einfach, weil ich es wirklich bewusst zur Priorität machen muss gerade. Also abends dann zum Beispiel keine Serie anzufangen oder so, sondern wirklich zu sagen, nee, ich lese erstmal meine Seiten, bevor ich irgendwas anderes mache. Und natürlich soll man flexibel bleiben und einfach machen, worauf man Lust hat. Aber so eine neue Routine aufzubauen, egal was es ist, braucht ja am Anfang immer ein bisschen mehr Energie, immer wieder die bewusste Entscheidung, bis es eben einfach unterbewusst so drin ist. Dabei ist es auch sehr hilfreich, wenn man ein Buch hat, das einfach Spaß macht. Und das ist bei The Idiot auf jeden Fall so gerade. Also, ja, mache ich es mir jetzt damit bequem. Und dann wird auch endlich noch ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Unsere ganzen schönen neuen Sachen sind immer noch eingepackt. Aber heute werden sie noch ihren rechtmäßigen Platz in der Wohnung finden. An diesem Abend habe ich mein 100-Seiten-Ziel nicht mehr erreicht, weil ich Kopfschmerzen bekommen habe und dann aufhören musste. Aber im Grunde ging es mir auch gar nicht wirklich um diese Zahl oder da möglichst viel vorweisen zu können, sondern eigentlich um den Gedanken dahinter. Und das ist, das Lesen wieder so viel wie möglich zum Bestandteil meines Alltags zu machen. Ich bin total happy und zuversichtlich, in meine Routine zurückzukehren und freue mich darauf, The Idiot dafür in den nächsten Tagen fertig zu lesen. Ich glaube, mit dieser Coming-of-Age-Story können sehr viele Leute relaten, weil es viel darum geht, sich in den 20ern andauernd wie eine Idiotin in Anführungszeichen zu fühlen, nicht zu wissen, was man tun soll und wie man fühlt. Und ja, ich habe eine gute Zeit und freue mich darauf, mein
Fazit bald mit euch zu teilen. Und dekoriert wurde auch schon. Es fehlen zwar noch ein paar Lichtelemente und so, aber hier schon mal ein paar Einblicke, was wir am Wochenende mitgenommen hatten, um es hier ein bisschen winterlicher und weihnachtlicher zu machen. Und damit können wir jetzt auch schon langsam in die Winter Diaries rübersliden, mit denen es ganz bald hier weitergeht. Und ich freue mich riesig auf die Holiday Season und darauf, sie mit euch zu teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis bald. Thank you.